Hallo, meine Lieben. Juni Flip-Through. Wow, es ist immer noch der 4. Juli. Also ich habe jetzt gerade das Mai Flip-Through gedreht und bin jetzt dann quasi up to date, wenn ich das hier gemacht habe. Gut. Ja, das Thema Juni war ja das, dass ich eventuell gedacht habe, dass zu diesem Zeitpunkt, wo der Juni um die Ecke kommt, entweder das Backerl von der Lilly schon da ist, von dem wir mittlerweile wissen, dass es den Weg zu mir gar nicht gefunden hat, weil sie wieder bei ihr gelandet ist, oder dass mein Passion Planner eventuell schon da ist. Ja, weil den habe ich Anfang Mai bestellt, glaube ich so Anfang Mitte. Aber ja, in Zeiten wie diesen geht halt alles ein bisschen langsamer, ist auch durchaus okay. Aber es war jedenfalls dann doch so Ende Mai absehbar, dass das nichts wird. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, was mache ich jetzt? Einerseits wollte ich nicht unbedingt noch weiter im Disk-System bleiben, warum auch immer, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Aber irgendwie hatte ich dann so die Idee, naja, ich könnte mir ja so Heftel binden. Und zuerst war ich kurz auf dem Trip, dass ich mir halt Einlagen selber mache. Aber dann habe ich gedacht, na hoppala, du hast ja noch für den Juni die DIY-Fisch. Und aus den DIY-Fisch, nicht aus allen Inserts, aber aus denen, die ich eben habe, kann man auch Travelers Notebook Hefte machen. Ja? Also habe ich beschlossen, ich binde mir ein Heft und habe das Ganze mit Amy Tangerine Zeug dekoriert und frag mich nicht, was noch alles. Und ich muss wirklich sagen, es war vergnüglich. Es war wirklich vergnüglich, in diesem Heft zu planen, nämlich auch es nicht in einer Hülle zu haben und nicht zu sagen, okay, jetzt muss ich aber so ein Traveler's Notebook-Dings haben, wo ich dann noch mindestens ein zweites Heft brauche, weil sonst ein Traveler's Notebook keinen Sinn macht, sondern einfach nur dieses hübsche Teil, so wie es ist, zu nutzen, minimalsten Platz auf dem Schreibtisch zu brauchen. Also es war wirklich einfach klasse, gell? Ja, gut, also das ist einmal dazu zu sagen. Außerdem hat es dann Spaß gemacht, das Ganze zu basteln, weil so ein Heft gebunden ist in ungefähr 10 Minuten. Ja, also man braucht dafür wirklich nicht lang. Und ja, dann habe ich halt dekoriert wie blöd. Wie gesagt, war ein Heidenspaß sozusagen. Da ist wie immer das Bild von meinem Schatzelchen und mir geklebt. Dann habe ich hier so eine Startseite gemacht, wo ich ursprünglich noch einmal Juni draufschreiben wollte, aber dann war das irgendwie obsolet, weil ich ja eh schon davon gestanden und habe dann hier diesen Spruch hingeklebt. Das ist aus dem gleichen Block von Amy Tangerine, wo auch die ganzen Papiere her sind. Und ganz abgesehen davon war es dann auch tatsächlich so, dass diese Hexagone, die ja alle ein anderes Muster gehabt haben, mir insgesamt doch zu unruhig waren, weswegen quasi das da die Sache ein bisschen beruhigt hat. Ja, also dementsprechend war das schon einmal gleich gescheiter. Gut, dann den Juni habe ich auch so wieder dekoriert mit dem Stempelset von Studio Calico. Das habe ich eigentlich jetzt seit Anfang des Jahres für alle Übersichten verwendet, bis jetzt. Also im Passion Planner habe ich es dann aus irgendeinem Grund vergessen. Ja, wird wiederkommen. Die Sticker sind dann eben auch von Amy Tangerine aus einem ein Stickerbuch, würde ich nicht sagen, das war mehr so ein Backerl, wo halt mehrere Sheets drinnen waren und natürlich hübsche Ballons von der Planner Kit. Genau, das Washi ist von The Washi Tape Shop und das habe ich dann mir eingebildet, dass ich das noch wo eingesetzt habe. Da habe ich noch einen Verwandten sozusagen eingesetzt. Gut, dann ist auch hier die Monatsübersicht wieder mit meiner Ausplanerei von meinen Gieß Aktivitäten meiner Monatsliste und hier oben eben auf welche Bestellungen ich warte. Coffee Monsters warte ich ja immer noch, aber das habe ich mal schon übertragen auf den Passion Planner jetzt. Genau. Gut, auch hier bin ich nicht wahnsinnig viel weitergekommen mit den Sachen. Das habe ich im Mai Flip-Through auch schon gesagt, dass ich nicht immer alles schaffe, weil ich einfach zu wenig Zeit und Energie habe. Aber nichtsdestotrotz, es geht so sukzessive ein bisschen was weiter und dann mache ich halt einmal da was. Und selbst wenn ich bei der Staub-Challenge nicht die ganze Wohnung geschafft habe, einen Teil habe ich dann trotzdem geschafft. Ja? Neue Routinen umsetzen hat eigentlich hauptsächlich deswegen hier nur zwei Kasteln voll, weil ich erst Mitte des Monats angefangen habe und natürlich mit den 2 Wochen, die ich da war,
das noch nicht 100% habe umsetzen können. Ganz abgesehen davon, Spoiler. Ja, also wie gesagt, ich mache die Dinge, die ich in diese Routinen eingetragen habe. Da bin ich sogar bemerkenswert brav. Aber was ich nicht aushalte, ist wirklich dieses, jetzt machst du das und jetzt schreibe ich mir selber vor, das zu machen und jetzt schreibe ich mir das vor. So vernünftig das auch sein mag, ich bin einfach nicht diejenige, ja? Gut, hier, also man sieht hier eigentlich, wann ich das mit den Routinen angefangen habe, nämlich am 6. Also eigentlich habe ich das gar nicht Mitte des Monats angefangen, sondern tatsächlich schon Anfang des Monats. Weil es hat sich einfach dann hier schon wieder abgezeichnet in der ersten Woche, dass ich weder Workout noch mal Planks Challenge mache. Und dementsprechend habe ich einfach das Gefühl gehabt, na, da muss ich jetzt was tun, weil gerade diese körperliche Aktivität tut mir ja so gut. Ja, ich war ja irgendwo da dann auch so dermaßen grantig, dass ich mir ja auch gedacht habe, wie ich da dann Sport gemacht habe und ich war wieder voll gut drauf. Ja, hallo, deswegen, ja. Ja, und deswegen habe ich das dann ja überhaupt erst gemacht. Aber wie man dann sieht, der restliche Monat im Juni hat sich dann ja sehr, sehr gut entwickelt. Was ich dann nur bleiben lassen habe, war extra die Planks Challenge. Weil in meinen Workouts habe ich das dann so gemacht, dass ich eigentlich sehr vielfältige Dinge mache. Also die einerseits Cardio, andererseits Muskeln und so. Und dementsprechend habe ich nicht mehr das Gefühl gehabt, jetzt noch extra die Planks Challenge machen zu müssen. Ja? Also habe ich mich dann auf das konzentriert. Dann ist hier wieder der Wellness-Tracker. Man sieht, dass ich relativ häufig Kopfweh gehabt habe. Ja, man kann da nur bedingt behaupten, dass es was mit dem Luftdruck zu tun hat. Ich glaube, dass es schlicht und ergreifend mit der immensen Hitze zu tun gehabt hat. Ja? Der 31. da war noch bei 18 Grad, also der Mai war ja sehr kühl. Aber dann ist es plötzlich temperaturmäßig nach oben gegangen und es war einfach so heiß. Und ja, ich habe nie Migräne gehabt oder auch nie starke Kopfschmerzen, aber es war so, immer wenn ich es so in der Hälfte zwischen leicht und stark mache, dann ist es einfach so, dass ich es ohne Kopfwehtabletten nimmer mag, sagen wir mal so. Also dann ist es nicht so, dass ich sie wirklich nehmen muss, weil es nicht mehr aushält, aber ich mag halt einfach nicht. Gell? Und das ist dann so dieses 25 da. Genau. Dann haben wir die Woche blau gehabt. Ich glaube, die habe ich als Plan with Me gemacht, also eben kein Livestream. Aber verblüffend hübsch. Blau ist immer schwierig. Also blau finde ich echt schwierig. Und vor allem habe ich mich ja mit diesen wirklich sehr schwierigen Washi da eben ja, mir quasi eine extra Hürde noch gesetzt. Aber ich habe mir halt da gedacht, wenn schon, denn schon. Ja? Und so im Großen und Ganzen muss ich echt sagen, es gefällt mir sehr gut. Da ist das Schätzchen dann das erste Mal geimpft worden. Sein zweites Mal steht noch aus, weil bei BioNTech ist es so, dass man 6 Wochen Zeit hat. Das heißt, eigentlich müsste es jetzt dann bald soweit sein, dass er seinen zweiten Termin kriegt. Yay! Okay, da habe ich mich wohl wieder mit Stickerbüchern etwas vergnügt. Könnte jetzt gar nicht sagen, welches das ist. Auf jeden Fall von American Craft. Na, gar nicht. Ich glaube, das ist nicht American Craft. Ja, die da sind das. Die habe ich nämlich. Ich weiß gar nicht, warum ich die gefunden habe, aber die habe ich eigentlich schon so halb aussortiert gehabt. Also die waren so in einer Box drinnen, wo ich Sachen drin habe, von denen ich nicht wirklich weiß, ob ich sie nutzen will. Nee, aber nicht deswegen, weil ich sie schick finde. Also ich finde die sogar sehr, sehr hübsch. Das Problem ist nur, sie sind etwas dicker. Und das ist halt für einen Planer nicht ganz so spaßig. Haben wir aber gedacht, in dem Fall ist es egal, weil es ja eben dieses Heft ist und daher eh gar nicht so dick werden kann, weil es gar nicht so viele Seiten hat. Und vor allem etwas, was ich total faszinierend finde, sind ja diese Dinger da. Das sind an und für sich Tabs, ja. Aber im besten Fall muss ich die, wenn ich die da oben hinklebe, auf die Rückseite ein zweites kleben, weil sonst, hä? Also wie gesagt, ganz verstanden habe ich die noch nie. Aber ich habe das dann ganz witzig gefunden, mir hier quasi, das ist so in die Richtung meine Arbeit. Ich meine, es ist jetzt nicht wirklich, dass das von der Zeitspanne her passt, aber im Grunde genommen war es mir wurscht. Ich habe halt einfach, da gibt es meine Arbeit und das ist nicht Arbeit und ja. Genau. Und die Stempel fürs Wetter sind von einem Set von Action. Ja,
Das habe ich schon recht lange. Ich glaube, da ist dann noch ein Drachen, so ein Drachensteigedrachen drauf und ein Heißluftballon, glaube ich, auch noch. Also durchaus ganz hübsch. Und ein bisschen Carpe Diem Sticker kann man auch immer noch dazu tun. Jo. Genau, da ist irgendwo ein Upsi. Warum habe ich denn das Upsi? Weil ich zweimal Eincremen drauf habe, das kann schon auch sein, aber eigentlich glaube ich eher. Ah ja, na, jetzt weiß ich wieder, warum ich da das Upsi habe. Deswegen sind die Sachen alle durchgestrichen, die ich gemacht habe, weil ich mit einer Schablone die Liste darunter gemacht habe und die Abstände passen nicht mit den Karos zusammen. Ja? Aber wie ich die To-Do-Liste reingeschrieben habe, habe ich übersehen, dass ich mich ja an die Kreiseln halten muss und nicht in die Zeilen schreiben darf. Und dementsprechend ist natürlich diese Dinger, die haben ja gerade noch gepasst, gell? Aber irgendwann einmal ist das gehört eigentlich da oben dazu. Also wie gesagt, da habe ich dann einfach dann halt durchgestrichen, war ja wurscht. Und da habe ich aber dann aufgepasst. Deswegen, upsie. Gut, das hier ist die Katastrophenseite. Und zwar Katastrophenseite deswegen, weil da habe ich gestempelt. Und das ist ja noch halbwegs gegangen, hat mir aber in Wirklichkeit auch nicht gefallen. Und dann habe ich da noch einmal gestempelt und da habe ich dann aber bunt gestempelt. Und dann war aber irgendwie die schwarze Tinte noch drauf und dann hat es schrecklich ausgeschaut. Und dann habe ich gedacht, okay, was mache ich? Und dann habe ich halt wieder mal mit Scrapbook-Papier überklebt. Wo ich das da genau her habe, weiß ich nicht, aber das schaut nach einem Die-Cut auf jeden Fall aus. Und das habe ich sicher aus dieser Kiste, wo ich das einfach alles einschmeiße, was ich irgendwo finde. Keine Ahnung, wo du her bist, gell? Jo. Gut, aber jedenfalls wieder einmal schwarz-weiß und da dann, damit ich mehr Platz habe, weil ich aus irgendeinem Grund mir eingebildet habe, ich mache halt da einfach gleich so rüber. In Wirklichkeit hätte es so auch gereicht, aber wurscht, habe ich halt ganz so rüber. Habe ich mir dann noch gedacht, ich brauche irgendwo Platz für meine To-Do-Liste und habe einfach dann wieder so ein wasserfarben Dings daher getan und auf den halt draufgeschrieben. Genau, so schaut es aus. Gell? Gut, dann hat mir natürlich diese Scrapbook-Idee sehr gut gefallen, habe ich sie da gleich wieder umgesetzt. Sehr hübsche Doppelseite, muss ich sagen, gefällt mir sehr gut. Auch dieses Layering hier von den verschiedenen Boxen ist eigentlich auch mal keine schlechte Sache. Genau. Ja, die habe ich dann, was habe ich mit der gemacht? Die habe ich, glaube ich, da habe ich keinen Livestring gemacht, genau, weil ich glaube, war ich an dem Tag krank? Lass es mir mal kurz da schauen. Der 6. Ah, genau, da war ich nämlich am Tag vorher. Habe ich eben so Schädelweh gehabt und dann ist mir einfach nicht gut gegangen. Genau, da wollte ich eigentlich einen Livestream machen, den habe ich dann aber abgesagt und mir dann auch eine sehr minimalistische Wochendeko überlegt, die ich dann einfach zum Thema Sport gemacht habe. Einerseits hat das gerade gepasst, weil ich da auch wirklich meine neuen Routinen dann entwickelt habe. Und zweitens, jo, gell, ich wollte das alles da drinnen haben und dann habe ich mir gedacht, okay, passt, dann ist das einfach Sport. Ja, was soll man? Genau, den Tracker habe ich da scheinbar überhaupt nicht verwendet. Ich verwende lustigerweise jetzt auch wieder im Passion Planner, zeichne ich mal extra, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das jetzt wirklich das Gelbe vom Ei ist. Aber wie auch immer. Gut, dann eben wie gesagt neue Routinen und so. Dementsprechend habe ich da mir auch tatsächlich das, was ich im Google-Kalender ausarbeite, dann hier noch einmal eingetragen. Was durchaus sehr hilfreich ist, aber offen gesagt auch sehr einschränkend in dem, was man sonst mit der Seite machen kann. Ja? Wie gesagt, so ist es natürlich immer, wenn ich was neu mache, dann funktioniert das gleich einmal super. Und es hat gut funktioniert. Vermutlich wird es immer noch gut funktionieren, aber ich bin halt stur. Gell? Ich lasse mir halt von mir selber nicht sagen, was ich tun soll. Aber wie dem auch sei, jedenfalls habe ich das da tatsächlich, glaube ich, die ganze Woche recht fleißig durchgezogen und finde eigentlich auch so, diese Art von Dekoration finde ich ja lustig. Also das mache ich ja durchaus auch gern, dass halt einfach so vereinzelt Sachen kleben, die nicht unbedingt was miteinander zu tun haben, aber halt witzig sind. Aber wie gesagt, irgendwann geht man halt dann wieder das andere ab und das brauche ich dann halt auch. Genau. Aber wie gesagt, was halt da an dem Stil immer recht klasse ist, ist, dass man halt einfach wirklich irgendein Stickerbuch hernehmen kann und einfach jeden Sticker rausnehmen,
der mir in irgendeiner Form gefällt und witzig ist und zack, bumm, klebt da eine Riesenbrille, die man sonst vermutlich nie hinkleben würde. Das ist auch sehr hübsch. Das gefällt mir gut. Genau, dann war das der Sonntag, da habe ich dann die Zeitlinie aber bleiben lassen. Das habe ich ehrlich gesagt dann für den Samstag, habe ich mir da, das war der erste Samstag, und dann habe ich mir gedacht, na, eigentlich ist das Overkill. Also mein Samstag und mein Sonntag auch noch so auszuplanen, das ist der absolute Overkill, das lassen wir bleiben. Und habe dementsprechend das einfach vollgepflastert mit diversen Stickern. Ja, war schwierige Seite, aber es passt schon. Das ist der Weg nach Mordor. Da muss ich auch sagen, das ist bis gestern bin ich so weit gekommen. Finde ich jetzt gar nicht einmal so schlecht, weil ich habe jetzt nur noch rund 40 Kilometer vor mir. 45 Kilometer. Dann bin ich in Bree. Ja, auch nicht schlecht. Gut, das haben wir dann dafür gemeinsam gemacht im vorerst letzten Livestream vor der Sommerpause sozusagen. Habe ich mir gedacht, bin ich eigentlich im Bild? Ich glaube, ich habe nämlich die Kamera jetzt so eingestellt, dass ich eigentlich viel näher mit dem Bild, mit dem Buch zu mir kommen kann. Aber es ist gegangen. Ja, also habe ich mir gedacht, jetzt im Sommer ist Livestream weniger ideal, sagen wir mal so. Man will seine Zeit eher draußen verbringen und keine Ahnung, wir dürfen ja schon langsam das Haus wieder verlassen und solche Späße. Mehr das sind vielleicht jetzt die Livestreams nicht so ideal, aber ich möchte sie dann eigentlich im Herbst schon wieder starten, weil sie waren lustig. Allerdings denke ich, werde ich mich dann so auf einmal im Monat beschränken, weil ich schon auch wieder das Gefühl habe, man hat dann irgendwann nichts mehr zum Reden. Weil mein Leben ist nicht so wahnsinnig aufregend, dass man ständig immer irgendwas Neues reden kann. Ich lese viel zu langsam, als dass wir jedes Mal über neue Bücher reden könnten. Ja, und dementsprechend glaube ich, wird es mit einmal dann ganz gut passen im Monat, aber das möchte ich dann auf jeden Fall machen. Genau, was war da? Da habe ich mich dann zum zweiten Mal impfen lassen dürfen. Und ja, den Sticker habe ich dann noch dazu getan. Ob er dazu passt oder nicht, kann ich jetzt nicht so sagen. Aber der Platz war da, habe ich mir gedacht, passt. Kleben wir ihn dahin. Okay, ja, da habe ich dann weiter eben auch diese Zeitlinien eingesetzt. Einfach weil, darum, prinzipiell. Wie gesagt, ist es ja sehr praktisch, aber man ist halt platztechnisch dann ein bisschen eingeschränkt. Ja? Das Washi ist auch von der Brie. Und ja, da habe ich dann wieder Laserdings von Coco Daisy mit der Brille und die Kamera. Das ist alles Teil von diesen Coco Daisy Kits, die man da eben kostenlos kriegt. Das ist eins meiner All-Time-Favorite-Washis. Warum auch immer, aber das mag ich total gern. Da hat meine Kollegin Geburtstag gehabt. Das war dann eigentlich, glaube ich, die erste Seite, die ich seit Ewigkeiten wieder auf Instagram gepostet habe, mit der Erkenntnis, man muss die Bilder nicht alle bearbeiten und fragt mich nicht, was machen. Ja, es ist mir lieber, ich poste was und teile und rede mit euch über die Sachen, als dass ich ewig um ein Dumm tue und versuche, die schönsten Bilder aller Zeiten zu kreieren, was mir ohnehin nicht gelingt. Ja. Also ich bin das sowieso nicht. Keine Ahnung, ich habe keine Lichtbox oder sonst irgendwas, um halt so, was Gott, wie tolle Fotos hinzukriegen. Der Aufwand steht nicht dafür. Er steht einfach nicht dafür. Wenn ich Geld verdienen tät mit der ganzen Geschichte, wäre das ganz was anderes. Aber das soll ein Hobby sein und dementsprechend. Ja, und seitdem habe ich immerhin ein paar Mal schon was gepostet. Also, so schaut es nämlich aus, gell? Gut, das war dann wieder der Sonntag. Da dürfte wohl ganz kurz davor, da habe ich es schon, genau. Also da dürfte entweder hier oder hier die Stempel von Dani Preuß gekommen sein. Die hat ein zwölfteiliges Stempelset mit Alphas, also beziehungsweise Datumsstempel rausgebracht. Habe ich natürlich zuschlagen müssen und mir 10 davon gekauft. Ups. Ja. Das da ist eben dabei gewesen, dann war dabei und eben auch das. Und ja, da habe ich eigentlich nur diese Schablone von Happy Planner draufgelegt, alle Sachen nachgemalt und dann war das Layout fertig. Ist irgendwie ganz witzig. Gut, und dann habe ich wieder ein Dashboard gemacht und zwar diesmal einfach mit lauter Markensticker. Ich habe zigtausend von diesen Markendingern und verwende sie nie. Also habe ich mir gedacht, machen wir mal ein Dashboard damit. Genau.
Das da habe ich dann zum Thema Sommer gemacht und einfach wieder mal ein Planner Kate Kit eingesetzt, weil Planner Kate Kit mag ich einfach gern. Ja? Nicht wahnsinnig aufregend im Sinn von kreativ, aber hübsch. Und das ist halt das Klasse an solchen Dingen. Draufgeklebt, passt alles zusammen. Und wie gesagt, also kann schon sein, ich muss jetzt einmal warten, wie sich diese ganzen Verhältnisse dann vielleicht einmal beruhigen. Und ja, und dann schauen wir, vielleicht bestelle ich wieder und sonst bleib ich halt bei dem, was ich habe. Und wenn es aufgebraucht ist, ist es aufgebraucht. Ist ja auch gut, gell? Ja, dann haben wir eben hier auch wieder mehr so leere Seiten, aber trotzdem sehr hübsch, finde ich eigentlich. Und man kann nie genug von diesen entzückenden Squareline-Design-Sachen haben. Genau, ah ja, da habe ich mich dann ein bisschen mit Amy Tangerine wieder ausgetobt. Da hat sie eben in einem Stickerbuch, wobei es ist eigentlich wenig Amy Tangerine, muss ich jetzt dazu sagen. Also angefangen hat es wahrscheinlich mit diesen zwei Washis, dass ich einfach beschlossen habe, dass sie wieder mal so ganz klassische Polkadot-Dinger einsetzen möchte. Sehe nur gerade, dass sie da die Ecke nicht abgerundet habe. So, das mag ich schon. Gut, und dann habe ich eben, jetzt war das so, hä? Mir gedacht, eigentlich habe ich zu solchen Polkadot ganz gern Cupcakes. Und dann ist mir aber eingefallen, hoppala, die Amy Tangerine hat in einem von ihren Stickerbüchern diese Buchstaben, die ausschauen wie Donuts. Naja, und dann war die Geschichte quasi schon fertig. Und dann habe ich eigentlich nur noch dazu geklebt, was irgendwie Platz gehabt hat. Ob ich diese Sonnenbrillen jemals wieder hinkleben würde, bin mir nicht ganz so sicher. Aber jetzt kleben sie da. Passt ja wohl, gell? Ah ja, genau. Und das war, glaube ich, jetzt dann tatsächlich der Schluss. Ja, habe ich wieder mal mit Distress Ink und mit Stempeln vom Tim Holz und so. Ja, sowas macht mir immer wieder Spaß, dass ich einfach so große Color Blocks mache und dann eigentlich nur drauf stempel oder schreibe. Und ja, die Stempel sind eigentlich alle dann, also die Blumen sind wieder Team Holz, aber diese Stempel, das ist alles von der Sandra, von The Sassy Club, und zwar von extrem alten Sets. Also die sind aus der ersten Bestellung und ich glaube, damals waren sie schon alt, ja. Aber super, super praktisch und eigentlich setze ich sie viel zu selten ein, wenn ich das jetzt einmal so sagen darf. Jo, und dann hatte ich hier das schon hingeklebt. Aus irgendeinem Grund habe ich das hingeklebt. Ich glaube, weil die grüne Stempelfarbe durchgedrückt hat. Deswegen habe ich das da drüber geklebt. Haben wir gedacht, für Sonntag ist das wurscht, weil da reicht das ja. Und dann ist mir aber eingefallen, dass ich ja für meinen Passion Planner, das kann ich ja durchaus herzeigen. Wo ist denn das? Das ist da. Genau, dass ich im Passion Planner ja vergessen habe, dass ich ja meine Wochenlisten auch irgendwo unterbringen muss. Ja. Will heißen, dass ich für Sonntag, also das war dann eben der gleiche Tag, dass sie eben für Sonntag dann nur eine Seite verwendet und diese Notizseite für meine Wochenliste. Und das wollte ich halt dann gleich ausprobieren. Erstens wollte ich es ausprobieren, ob es geht. Und zweitens habe ich mir gedacht, naja, wenn ich das ja jetzt eh da brauche, dann kann ich ja mit dem Sonntag gleich einziehen. Das ist der Grund, warum der Sonntag dann eben schon im Passion Planner ist. Genau, so schaut es nämlich aus. Gell? Das da wieder drauf und schwuppdiwupp. Ja, und das war dann eben der Mai. Das heißt, da, der Mai, der Juni. Das heißt, diese letzten Tage hier habe ich dann nicht mehr da drinnen gemacht. Aber das macht ja nichts. Aber wie gesagt, ausgesprochen vergnüglich in so einem Heft zu planen und definitiv etwas, was ich wieder einmal machen möchte. Ja, passt also so ein bisschen auch in die Geschichte. Ich möchte wieder Schulhefte verwenden und so. Also diese Heftgeschichte, die gefällt mir sehr gut. Ist eben auch so was, was euch vielleicht aufgefallen ist, dass wenn ihr eben so unterschiedliche Planungssysteme, Notizbücher und frag mich nicht was, wenn die dann aus sind und dann sage ich eben oft, kann ich mir vorstellen, das wieder zu machen.
das ist dann, dann weiß man wirklich, das hat mir getaugt. Auch wenn ich es vielleicht nie wieder mache. Das heißt jetzt nicht, dass ich jemals wieder zurückgehe in einen Happy Planner, obwohl es mir wirklich Spaß gemacht hat. Aber ich glaube nicht, dass ich jemals wirklich wieder einen Happy Planner nutzen werde. Aber das System an sich hat mir super getaugt. Und genauso ist es auch da. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn ich das letzte Flip-Through, also ich meine, ich habe jetzt gerade erst angefangen, gell, aber trotzdem, ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich das letzte Flip-Through im Passion Planner Daily mache, dass ich das nicht sagen werde. Dass ich das super gefunden habe und mir das wieder vorstellen kann. Vielleicht finde ich es super, aber ich weiß jetzt schon, dass es mir keine Vorteile bringt im Vergleich zu einem Notizbuch. Genau. Also, ich höre mich echt fürchterlich an. Ich habe schon das Gefühl, jeder, der meine Videos schaut, denkt sich, ob ich eigentlich den Passion Planner nur bestellt habe, um über ihn herzuziehen. Nein, er ist wirklich toll, aber bringt mir keine Vorteile zu allem, was ich bis jetzt selber gemacht habe. Genau, so schaut es aus. Dementsprechend beende ich jetzt das Flip-Through. Das war es dann tatsächlich. Ja, ich bin up to date. Der Juli hat gerade erst angefangen. Yay! Passt, das heißt, das nächste Video ist definitiv was anderes als ein Flip-Through und dort sehen wir uns wieder. Baba, tschüssi!